Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scrap Mechanic. In der letzten Folge haben wir ja diese Halterung hier gebaut für unseren Kopf, um eine Verbindung zwischen dem linken und dem rechten Arm, also links ist dieser hier, rechts ist dieser, eine direkte Verbindung zu verhindern, weil wir dann das alles über einen Controller steuern können. Das ging nämlich vorher nicht. Sobald eine Verbindung zwischen diesem Arm hier und diesem Arm hier direkt hergestellt werden soll, funktioniert das. Also es geht nicht, kann man keine Verbindung herstellen. Und deswegen konnten wir diese Arme nicht mit dem Kopf verbinden, weil wenn man den Arm mit dem Kopf verbunden hat, dann konnte man die Stütze nicht mehr mit dem Kopf verbinden. Zumindest nicht so, dass sie noch steuerbar war. Deswegen haben wir uns dieses Konstrukt überlegt, womit wir halt quasi gar keine von diesen Verbindungen mehr herstellen müssen. So, da wir aber ja jetzt relativ weit oben arbeiten müssen und das auch in der letzten Folge schon tun mussten, wurde festgestellt von mir, wir brauchen eine Möglichkeit, in luftigen Höhen arbeiten zu können. Und dazu will ich jetzt ein Auto bauen mit einer Ladefläche, die nach oben fahrbar ist, so dass ich immer rückwärts an die entsprechende Stelle ranfahren kann, mich darauf stellen kann und mich dann nach oben fahren. So ist der Plan. So, das machen wir jetzt. Im Prinzip funktioniert es genauso wie dieses Ding hier, nur halt mit ein paar mehr Armen. Und ich würde es dann vielleicht nicht im 45, 90, 45 machen, sondern irgendwie 60, 60, 60, 60. Das wäre dann hier. Müssen wir ausprobieren. Erstmal brauchen wir das Auto. Und während ich das Auto baue, erzähle ich euch was Nettes. Es gibt nämlich Patchnotes, beziehungsweise nicht Patchnotes, sondern eine Mitteilung von den Entwicklern, dass die daran arbeiten an einem neuen Patch, und in dem neuen Patch sollen neue Funktionen eingeführt werden. Und eine der Funktionen ist es, dass man ab dann seine Konstrukte speichern kann und gespeicherte Konstrukte dann einfach wieder so wie sie sind sozusagen woanders einfügen. Da hat man nicht das Problem, dass wenn man einmal in einer Welt ein Auto gebaut hat, man dann in jeder Welt das Auto mühevoll neu bauen muss. Sondern das ist dann einfach hinstellbar quasi. So habe ich das zumindest verstanden. So, wir bauen das Auto schon mit Stoßdämpfern und allem drum und dran. Reifen wäre nicht schlecht. So. Viel komplizierter machen wir es nicht. Es muss halt funktionieren. Zack. Hoch das Ding. Bogen ran. Bearing ran. Reifen ran. Vorderachse fertig. So. Wir müssen das natürlich groß genug nach hinten bauen, weil es soll ja eine Ladefläche bekommen, von der aus wir uns dann hochfahren können. Und da fällt mir ein, vielleicht müssen wir hier doch nochmal ran. Wir müssen es viel breiter bauen, sonst kippt uns das ja um. Das soll ja nicht passieren. Das soll ja nicht passieren. Wir wollen ja nicht umkippen. Deswegen bauen wir das jetzt schön, schön groß. Ist zwar nicht so schön zu fahren dann, aber was soll's. Darum geht's ja nicht. So, also wirklich was ganz Einfaches, ohne irgendwie besondere Aufhängung oder sowas. Ganz simpel. Und da fällt mir ein, weil wir es jetzt natürlich zu simpel haben,
Wir können nicht lenken. Wir haben die Lenkungsbearings vergessen. So. Anderen Seite noch. Es ist etwas schräg nach vorne, das heißt, wir müssen hinten noch mal korrigieren. Das machen wir, indem wir das einfach so machen, zack, zack. Also, das Schweißtool ist schon was Feines, aber es funktioniert leider trotzdem noch nicht so, wie ich mir das vorstellen würde. Mit dem, dass man halt tatsächlich was Zusammenhängendes schweißen kann. Also mit diesem Konstrukt hier um den Kopf rum ist halt schon irgendwie schade. Und vor allen Dingen wissen wir bauen das Ding jetzt gleich nachher und wissen im Prinzip eigentlich nicht, ob es überhaupt funktionieren wird. Wissen wir nicht. Können wir auch nicht wissen. Werden wir erst erfahren, wenn es soweit ist. Weil wir wissen nicht, ob die Controller oder der Controller genug Kraft aufbringt, um diesen schweren Kopf zu heben. Zu bewegen. Ohne dass alles umfällt. Ohne dass der Kopf das Übergewicht bekommt und solche Sachen. Das ist, glaube ich, die schlechteste Idee, an so einem Auto so eine Treppe anzubringen, die man haben kann. Ich mach's aber halt jetzt trotzdem mal. Gucken, ob das dann noch funktioniert. So. Zack. Okay. Prinzip ist da. Motor. Motor, Motor, Motor. Motor. Lenkung mit Motor. Lenkung mit Lenkung. Dort haben wir die Lenkung vergessen. Schön blöd. Motor mit Antrieb. Yay. Bitte. Der fällt natürlich um, wenn ich das jetzt abmache. So, 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 Freunde der Sonne. Da wird doch ein Schuh draus, obwohl es ein Auto werden soll. Hahaha. Ha, ha, ha. Schlechten Scherze hier. So. Motor müssen wir auch anmachen. Okay, die Seite ist falsch rum. Also ein bisschen wenig Power. Gut. Okay. Also diese hässliche Treppe müssen wir abmachen. Aber wir haben zumindest jetzt unseren Wagen. Und von dem aus bauen wir noch ein... Diese Treppe, die sieht so schlimm aus. Sorry, muss ich irgendwie wegmachen, das geht gar nicht. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Machen wir jetzt anders, wir machen das einfach so. So. Nicht schön, aber selten. Okay. Und jetzt bauen wir unsere Hebebühne. Und zwar so, dass es möglichst das Auto nicht umfällt. Also, wie machen wir das? Machen das hier. Bearing. Kurve. Zack, zack. So, dann. Bevor wir irgendwie
das wieder mit einmal am Ende anschalten und dann fällt alles auseinander. Direkt hierhin und den ersten 60 Grad nach vorn. Das ist zu viel, okay. Also 45. So, genau. So. Und das machen wir nach innen. Wieder ein Bearing. Und hoch. Zack. Und wieder ein zweites. Gut. Das reicht mir sogar schon erstmal, weil viel höher ist das hier auch nicht mit der Höhe vom Auto noch berechnet. So, und wenn wir jetzt runterfahren wollen, ist das natürlich blöd, weil das Auto hier im Weg ist. Habe nicht nachgedacht. Also, die 1 in die Richtung und die 2. Grad in Richtung 180, okay. Ja klar, einmal auf die andere Seite. So, okay, das geht. Und wenn wir einen Knopf drücken, den wir noch nicht haben, den können wir jetzt erstmal testweise anbringen. Wenn wir einen Knopf drücken, soll Folgendes passieren. Der 45 Grad Winkel wird noch mehr und der 180 Grad Winkel wird auch noch mehr. Und dann geht das hier runter. Knopf. Genau. So, und der kann ruhig noch weiter runter. Ja, ganz so viel nicht. Ja, perfekt. Oh ja. So, blub, drauf hier und nach da drüben und Bearing und du kommst so nach oben. So, wenn das nach oben geht. Genau. Machen wir das einfach mal so. Das heißt, das muss jetzt in die andere Richtung. Achso. Genau. Und wenn das jetzt nach unten geht, muss es dann langsam so, dass es gerade wird. Oder bleibt. Das heißt, es muss in die entgegengesetzte Richtung so ein bisschen rüber. Jetzt schalten wir es mal runter. Ha! Meine Güte, ich habe mal was auf Anhieb so halbwegs hinbekommen. Und das ist die Plattform, wo wir uns draufstellen. Unsere Arbeitsplattform. So, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist A, irgendwie auf die Plattform draufkommen. Machen wir auch wieder über so eine lustige Treppe. Mano! Wie wir sie hier haben. Und B, muss der Knopf natürlich von unten und von oben erreichbar sein. Ich würde den jetzt einfach mal hier hinbauen. Na bitte. Es stockt ein bisschen, aber egal. So, die Plattform müssen wir jetzt noch ein bisschen größer bauen, damit wir nicht runterfallen ständig. Mit einem Geländer dran und so. Machen wir auch fix. Zack, zack. Aufpassen, dass wir nicht das Übergewicht verlieren.
So ein bisschen hier rüber bauen noch. So, wie weit müssen wir noch? Noch so zwei, ha? Ja, das kommt hin. Treppe müssen wir dann woanders hinsetzen. Das ist nicht so wichtig. Das machen wir, wenn die Plattform groß genug ist. Ich würde sie nach hinten noch zwei bauen. Und nach vorne bestimmt auch noch mal ein Stück. So. Ah ja, intelligent. Nee, genau das darf ich eben nicht machen, weil sonst komme ich hier nicht mehr raus, wenn ich den Knopf da drücke. So. Ach so, Moment, kann ich hier vielleicht auf den Sitz springen? Ja, ich kann über den Sitz darauf. Super, dann bauen wir ein schönes Geländer. So. Ui, die Geländer sind schwer. Es neigt sich schon ganz schön. Okay. Ah, jetzt passt das wieder nicht. Passt das von der Breite her nicht. Die sind sowieso ein bisschen schwer, die Geländer. Lasst uns mal irgendwas anderes hinsetzen. Das ist scheinbar noch schwerer oder auch größer. Moment, das hier heißt Staircase Banister. Das heißt, es muss da auch irgendwie, ist eine Stufe. Was können wir da noch hinsetzen, was nicht ganz so schwer ist? Das ist irgendwie wie ein Geländer aussieht, so ein bisschen. Dann bauen wir halt selber fix eins. Zack, zack. So. Nicht ganz so schwer. Ah, es ist ein bisschen hoch. Wir müssen ja irgendwie auch noch irgendwie arbeiten können. So. Komm ich hier noch durch? Natürlich nicht. Yes. Also doch so. Es soll aber ja einheitlich sein. Also so. Jetzt komme ich hier durch. Super. Komme ich hier durch, komme hier hinter. So. So sieht das nett aus. Runterfahren. Geht noch. Hochfahren geht auch. Super. Okay, jetzt müssen wir nur mit dem Fahrzeug quasi an die... Hui, ui, 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 ui. Da müssen wir eventuell andere Federn nehmen. Uhuhuhu. Vielleicht fahren wir das mal runter. So. Und hoch geht's. Und dann können wir hier bauen.
können wir hier bauen. So, wir machen das mal gleich auf Nummer sicher. Und wir gucken mal, man kann die Rohre nämlich auch einfärben. Machen wir das nämlich auch. Dann sieht das schöner aus, wenn man die auch ein bisschen einfärbt. So. Jetzt die Frage zum... Achso, müssen wir noch nach vorn fahren. Ey, falsche Taste, Entschuldigung. Oh, die Federn, die Federn. Das ist mir zu gefährlich. Das ist mir zu gefährlich. Das machen wir lieber mit diesen Federn. Ah, das geht hier nicht. Das gibt es doch gar nicht hier. Also manchmal... Sieht das cool aus, wenn man das so rausmacht? Ja, ne? Sieht irgendwie besser aus. nicht intelligent. So, das müssen wir, aber das müssen wir machen. Das, das ist jetzt blöd, weil es schon wieder so eigentlich gar nicht am Hauptprojekt ist. Aber das Hauptprojekt wird ja noch eine Weile in Anspruch nehmen einfach. Und da werden wir so oft irgendwie irgendwo hoch müssen und runter und uns da irgendwie aufhalten in Höhen. Weil es soll ja nun mal ein großes Gerät werden. Da müssen wir einfach irgendwie schnell sein. Und ich glaube, die Zeit, die wir jetzt hier investieren, diese eine Folge, die wird sich bezahlt machen auf Dauer. Die wird sich ganz gut bezahlt machen. Gehe ich stark davon aus. So. Warum mache ich das jetzt noch ein bisschen nach hinten? Das ist eigentlich relativ leicht erklärt. Umso weiter das ganze Zeug auseinander ist, umso stabiler fährt das die Karre natürlich. Das ist, wird kein Rennauto, damit kann man mit Sicherheit nicht schnell fahren und schon gar nicht schnell im Kurven. Das ist einfach, weil der Schwerpunkt wahrscheinlich auch einfach durch diesen Aufbau sehr hoch liegt. Aber dafür ist es ja auch nicht da. Es ist da, um uns an den Ort des Arbeitsgeschehens zu bringen. Hui, das war gefährlich. Es hätte auch schief gehen können. Diese Konstruktion hier.
Gut. Oh. Oh, okay, das drückt es hinten ganz schön rein. Gut, da müssen wir also mehr Stoßdämpfer haben. Na, ist ja kein Problem. Das kann man machen, indem man hier abbaut und wenn wir im Rohrthema bleiben wollen, müssen wir wieder diese Rohre hier nehmen. Denke ich mal. Halt, nee, so nicht. Genau so eben nicht. So, ganz genau. So. Und jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Da darf natürlich kein Bearing hin. Da darf natürlich kein Bearing hin. Leute, denkt doch mal mit. Denkt doch mal mit. Was wollen wir denn hinten mit einer Lenkung? Hinten brauchen wir keine Lenkung. Das reicht nicht aus, dann brauchen wir dann tatsächlich doch nochmal einen Holzblock. Beziehungsweise hier. Nehmen wir so ein. Und an den Sparring und an das der Reifen. So. So funktioniert das. So haben wir mehr Federungen drin. So, und hier das gleiche Thema. Wie haben wir das gemacht? Einmal so eine Kurve. Das Ding nach hinten. Nach unten. Nach unten. Drei Federn. 1, 2, 3. Kurve 1, 2, 3, Bearing ran, Rad ran, Konstruktion weg, Stütze weg. Ha! Hier sieht man wieder das Problem. Warum ist es hier nicht? Warum ist es hier nicht? Warum ist es hier? Hier, das ist nicht miteinander verbunden. Und warum ist das hier miteinander verbunden? Warum federt das ein? Ah ne, hier... Ja, diese Federung ist auch nicht mit dran. Und diese hier? Auch nicht. So viel zum Thema. Ha! Hat sich im Prinzip nichts verändert. Oh. Tja. Könnte man jetzt wieder nur so eine verrückte Konstruktion machen. Ist mir aber jetzt echt zu blöd. Also wir lassen es jetzt einfach so. Es passt schon. Sieht jetzt komisch aus, aber ist egal. Lenkung ist falsch rum. So, gut, und dann haben wir das Auto fertig und damit ist die Folge auch zu Ende. Die nächste Folge geht's weiter mit unserem Kopf und ich freue mich schon und bis dahin.